Glück auf, Freunde. Ich begrüße euch zurück zu Risen 2. Sag mal, ist es jetzt Tag oder ist es Nacht? Ich habe vergessen, ob wir schlafen waren. Ich laufe mal lieber nochmal zurück, weil ich habe keinen Bock, dass wir hier bei Nacht herumstolzieren müssen. Das wäre mir so überhaupt nicht recht. Oh, guck mal, wer ist denn da? Hallöchen. Na, wie geht's? Bis jetzt tut sich nichts. Ich warte noch ab. Willst du einen Gock? Klar doch. Du bist in Ordnung. Cool. Habe ich einen Grog verloren und nicht mehr Erfahrung für gekriegt. Das ist aber nett. Habt ihr hier ein Bett für mich? Irgendwo? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass es Nacht wird anstatt Tag. Sieht nämlich nicht aus wie Sonnenaufgang, sondern eher wie Sonnenuntergang. Geh bitte! Du gehst jetzt oder es gibt Ärger. Den Ärger klar! Na komm zu Papa! Oh shit. Jetzt wollen noch mehr Leute ärgern. Okay, lol. Weißt du, wie es läuft. Wieso hat der denn das jetzt eigentlich mitgekriegt? Wegen dem Schuss oder was? Ja, wie soll ich ihn bitte gehen? Du gehst jetzt oder es gibt Ärger. Den Ärger jetzt. Ich wollte doch gehen, du dumme Ratte! Oh. Ja, was soll ich denn tun? Ich komm doch hier nicht raus. Herrgott, was stimmt denn nicht mit dem? Hat der Nei am Wandern oder so? Also weißte. Haut der mich hier doppelt um? Auf den Schreck penne ich jetzt erstmal bis mittags ohne Mist. Was denkt denn der eigentlich, wer er ist? Versuch gar nicht erst was zu klauen. Kann ich dich benutzen, Karte? Nee. Ich klau trotzdem was, ist mir doch egal, was der will. Okay, hier muss ich wohl doch was schlauer rangehen. Ah, nee. Nee, das war auch nicht richtig. So ist es richtig. Na warte, Diebe kriegen Prügel! Ich hau einfach ab und gut ist, ich habe keinen Bock mehr auf diese Ortschaft. Ach man, jetzt lasst mich doch einfach mal alle in Frieden. Ich hab die Faxen gleich echt dicke. Die ziehen mir meinen ganzen verdammten Ruhm aus der Tasche. Verpisst euch alle aus meinem Leben, sonst raste ich aus, ohne Mist. Ich will doch nur hier weg. So ein Mist, 150 Ruhm schon verloren wegen dieser Kacke. Nichts wie raus aus dieser Scheißortschaft. Wenigstens ist es jetzt hell, da können wir da weitermachen, wo wir vorgehabt haben, weiterzumachen. Mein Gott, Walter, die sollen mich doch alle einfach in Frieden lassen. Wir suchen ja immer noch unseren eingeborenen Freund, der uns irgendwo hinschaffen wollte. Ach ja, genau, hier fehlt ja einer von den Eingeborenen und den sollten wir suchen. Deshalb ist der Rankowambo-Bambo, oder wie er heißt, mit uns hier rausmarschiert. Jetzt muss ich erstmal, auf die Karte gucken. Wo war ich denn jetzt? Wo war ich noch nicht? Das ist die Frage. Also hier in dem hinteren Bereich war ich auf jeden Fall noch nicht. Und auch hier noch nicht, wie es aussieht. Hier sind nämlich überall blöde Biester. Halt's Maul, du Schwein!
Ist gut. Jetzt lass mich halt auch mal zuschlagen hier. So. Erstmal den ganzen Ruhm wiederholen, den wir hier verloren haben heute. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich habe echt voll keine Orientierung mehr. Zu viele Wege. Aber ich glaube, den Weg hier sind wir doch hergekommen, ne? Und wollten dann quasi hier hinten eventuell erstmal weitergehen. Kann das? Es ist so verwirrend alles. Hier waren wir aber noch nicht, weil hier sind Termiten. Ah, jetzt kommt er doch im Nahkampf. So, die Termiten... können mich mal. Genauso wie die hässlichen Termitenkrieger, die haben genauso wenig drauf wie die kleinen Artgenossen. Aua! Ist ja gut jetzt. Blödes Vieh. Das Ding denkt auch, ich hätte nichts dagegen, wenn ich Schmerzen habe, hä? Hier ist ja nichts weiter nach sowas. Haben die nicht irgendwo eine Höhle? Da muss man ja immer aufpassen, ne? Auf die kleinen Biester, aber es sieht nicht so aus. Naja, fein. Gehen wir halt mal weiter. Ich glaube, die in ihre Höhle ist eher hier hinten. Kann das? Hier war ich zumindest, soweit ich weiß, noch nicht groß. Wo bin ich denn jetzt hier? Ah, ich bin auf der anderen Seite. Wir sind bis hierhin gekommen und jetzt sind wir hier. Okay, gut. Da oben sind wir schon rumgestaxelt. Menschenskinder, das ist immer ein Orientierungsproblemchen mit mir, hä? Ein Boku-Pilz, das ist fein. Das ist fein, den stecke ich ein. Soll keiner dran lutschen, außer der Pedal allein. Der Hut passt voll toll zu meinem Mantel, merke ich gerade. Ich bin Frühaufsteher, merkt ihr, ne? Oh nein! Lass mich doch mal die verdammte Knarre ziehen, du mystisches Dreckbiest! Verschwinde! Lass das! So. Feuervögel, ich glaube ja, wo es hackt. Eine unverschlossene Truhe, na das mag ich. Fackelkrog und Gold. Aber sonst anscheinend auch nicht viel. Wo gehe ich denn hier eigentlich hin? Ach, ich gehe hier quasi unten durch und bin dann wieder vorne am Strand. Okay, ich gucke nochmal schnell, ob es hier was gibt. Aber hier gibt es nichts. Na fein. Dann also weiter in diese Richtung, ja. Wo genau stehen wir jetzt? Ich krieg's echt nicht hin mit der Orientierung. Ich glaube, das ist schon wieder mehr Gebietszeug, wo ich gar nicht sein will. Weil es geht doch schon arg zum Tempel runter jetzt. Ja, komm, lass dich halt nicht treffen, Miststück. Du elendes, stinkendes Vieh. Halt, was war das? Ich will das sofort haben. Auf mich anzuspringen. Was stimmt nicht mit dir, Krallenaffe? So, dann hast du jetzt davon. Jetzt bist du tot. Und das bleibst du. Das sagst du ja. Oh, was haben wir denn hier noch alles? Da vorne sind jedenfalls Befestigungsanlagen. Befestigungsanlagen der eher garstigen Art. Und mit dem ganzen Tempelgebiet hier will ich mich eigentlich noch gar nicht befassen. Ich frage mich, wo dieser komische Eingeborene hin ist. Den finde ich echt nicht mehr. Dieser Randomiri oder wie auch immer der alte Lappen heißt. So, wo geht's denn hier lang? Ah, hier geht's jetzt unten rum. Gut, dann probiere ich es mal hier. Hallo. Boah, die zucken ja nicht mal, merke ich gerade.
Oder ich merk's wieder, keine Ahnung. Ich habe zu lange nicht mehr aufgenommen. So ein Mist. Ich kann das Spiel nicht mehr. Ein Jaguar, das muss jetzt auch noch sein. Wieder mich direkt... Ah, nee, da ist er ja. Schön, dass wir uns auch mal wieder begegnen. Ja, macht er. Zong. Dir hat uns Tahana zuletzt gesehen. Der Weg, das Gebirge hinauf, führt zum Friedhof. Aber Tahana wäre bereits zurück, wenn er dorthin gegangen wäre. Wenn du ihn finden willst, suchst du vielleicht besser in dem Turm der Blauröcke. Ich zeige dir, wo es ist. Folge mir. Kann ich machen, aber vorher will ich den Jaguar ein wenig zerfriemeln und nochmal auf die Karte gucken, bitte. Ah ja, von hier aus, ja, das geht. Ist doch eigentlich ganz vernünftig, das Ganze von hier aus aufzurollen. Bin ich voll auf deiner Seite gerade, Randomiri oder wie auch immer du heißt. Ich kann mir deinen Namen nicht merken. Heißt man normal oder was? Was ist hier? Ich will das wissen. Eine Würgeranke. Wenn du die um dich rankst, musst du würgen, du. Wir gehen. Dieser Weg Richtung Nordwesten führt hinauf zu dem Turm. Du kannst von hier aus eine ihrer Wachen sehen. Vielleicht sind die Tivas mit dir und du kannst Tahana zurückbringen. Ich werde sehen, was ich machen kann. Danke für die Hilfe. Ich werde zurück ins Dorf gehen. Pass auf dich auf, Ucho. Gut. Ja, da ist schon eine von den Wachen. Du sag mal, wenn du hier ganz alleine bist, da... Kann ich doch eigentlich mal ein bisschen mit dir kämpfen? Steck mal die Waffe weg. Aber dann lädt er auch nicht groß schneller nach, ne? Hättest du wohl gern, du kleiner Spatenkopf. Wie daneben. So. Es tut mir ja auch mega leid und so, aber das musste jetzt sein. Guten Tag. Hey, wer bist du denn? Ein Pirat. Aber keiner von Crows Leuten. Bist wohl auf Schatzsuche, was? Naja, mir soll's recht sein. Wegen mir kannst du dich eine Weile am Feuer ausruhen, solange du mir keine Probleme machst. Was machst du hier? Das ist aber nett, hä? Ich bewach den Turm. Ein Turm? Wir haben weiter oben ein kleines Lager mit einem Turm. Da sitzt ein Molukke, der von der Patrouille aufgegriffen wurde. Warum habt ihr ihn eingesperrt? So lautet der Befehl. Ein paar Tage im Turm und sie werden brav wie die Lämmer. Danach kann man sie zum Arbeiten schicken. Da wir gerade von Arbeit sprechen... Willst du dir ein paar Goldstücke verdienen? Wie denn? Was soll ich für dich tun? Ich habe hier eine goldene Statue. Die ist zwar hübsch, aber man kann sie nicht essen. Aber Tito hat was zu essen. Fleisch. Also, bring ihm die Statue und lass dir dafür ein Fleischpaket geben. Und das soll ich dir... Ein Fleischpaket habe ich doch schon. Wie es aussieht, werde ich noch eine Weile hier draußen sein. Bis ich mal abgelöst werde, bin ich längst verhungert. Gib mir die Statue, dann erledige ich deinen Job. Alles klar. Lass dir nicht so viel Zeit mit dem Fleischpaket. Bitte? Hier ist dein Fleischpaket. Alles klar. Danke, Mann. Da läuft mir ja jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Rippchen, Würste und Steaks. Hier, ich wieg dir das Fleisch mit Gold auf. Sehr schön, ich danke dir. Kriege ich doppelt Bezahlung oder was? Das ist nett. Ich wusste doch, dass es eine schlaue Idee ist, mal so ein Fleischpaket mitzunehmen. Man kann ja nie wissen, ne? Pennen kann ich wohl nicht. Doch, kann ich. Dann schlafen wir mal bis zum nächsten Mittag. Dass wir wieder ein bisschen zu Kräften kommen. Und am Lagerfeuer machen wir uns dann gleich mal ein bisschen Futter. Wir haben ja unterwegs wieder etwas Fleisch gefinstet. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Schon haben wir wieder 83 Proviant am Start. Und dann gehen wir doch mal zum Turm rauf, ne? Mal gucken, was da los ist. Thank you.
Guten Tag. Hä? Hier ist wohl sonst keiner. Das ist ja cool. Inquisitionsturm gefunden. Na, jetzt wo du sagst, stimmt, da steht ja ein Turm. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Bloß Gott sagt, das Spiel mir das, ne? Oh, guck mal. Gibt's hier noch mehr so ein schickes Zeug? Nö, na gut. Ah, 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 lässt du mich wohl in Ruhe? Die Kanonenkugel hatte einen der hartnäckigsten Piratenkapitäne auf den Grund des Meeres geschickt. Danach wurde sie von der Inquisition geborgen und auf jede größere Expedition als Glücksbringer mitgenommen. Das sollte ich mir merken. Die Kanonenkugel, oh. Na fein. Hi. Hi. Capuchico, Guccio. Hey, Chani schickt mich. Ich will dich befreien. Chani, das ist gut. Also, irgendwelche Vorschläge, wie ich dich hier rauskriege? Der Schlüssel. Die Wache hat ihn fallen lassen. Hier im Hof. Ich geh mal suchen. Warum bist du eingesperrt? Ich passe nicht auf. Es ist meine eigene Schuld. Bald bringen sie mich in das Steinlager. Was ist denn überhaupt passiert? Tahana wollte zum Friedhof der Shaganumbi. Aber Blauröcke waren schneller. Was wolltest du denn auf dem Friedhof? Kikichani wollte, dass ich das Shaganumbi-Idol dorthin bringe. Aber ich habe es weggeworfen, als die Blauröcke kamen. Ich muss es finden, Guccio. Okay. Na, ich guck da mal nach deinem komischen Schlüssel. Ich will ja nicht gemein sein, aber... Ah! Hab's gefindet. Alles klar, ich hab den Schlüssel. Ich lass dich raus. Und dann bringe ich dich zurück zu den Shaganumbi. Die Wache wird uns nicht gehen lassen. Das werden wir ja sehen. Gut, ich werde vorgehen. Yalla, yalla. Yalla, yalla, oder was? Hör mal. Steh da nicht so nütz rum, hilf mir lieber. Ah, wieso denn ich? Geh mal weg. So. Los, Tahana. Leg los, mein Freund. Wir mischen weg. Weil ich befürchte, der Inquisition gefällt's nicht, wenn ich die angreife. Was tut man nicht alles für ein bisschen Ruhmpunkte? Wenn man schon am Anfang 150 verliert wegen dieser scheiß Inquisition. Drecksschweine, ich will es zurück. Dafür verkloppe ich die alle noch. Du hattest recht, Guccio. Das war leichter, als ich dachte. Ja, und jetzt lass uns abhauen, damit das auch so bleibt. Ich kann noch nicht zurückgehen. Was ist denn noch? Ich muss das Shaganumbi-Idol finden. Ich habe es in einen Busch geworfen, als die Blauröcke kamen. Dann lass uns dorthin gehen. Chi, Hoshi, folge mir. Gut, wo müssen wir denn hier? Oh, wir gehen wieder zurück. Gut. Ich komme. Ich bin auch so gut wie da. Wart mal auf mich. Ich will mitkommen. Hat er das einfach im Busch geklöppelt? War ich hier überhaupt schon oder bin ich gerade verwirrt? Nee, ich war hier. Meine ich. Denke ich zumindest. Oder nee, ich kam glaube ich von unten und oben ist keine Ahnung, ich weiß doch auch nicht. Ich habe das Idol weggeworfen. Geh du es suchen, ich halte ein Auge auf die Blauröcke. Da ist es doch. Hab's. Ich hab das Idol, wir können gehen. Gut gemacht, Hoshi. Los, weiter. Lass mich doch bitte erstmal gucken. Sollen wir nicht eigentlich hier hoch? Gut, sollen wir anscheinend nicht, gehen wir halt hier lang. Hier müsste ja soweit eigentlich alles ordnungsmäßig verlaufen sein. Oh, was ist hier? Eine Markibäre, sehr gut. Ich würde aber auch sagen, wir machen hier zunächst einmal Schluss und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Dann gucken wir mal, wo wir ansetzen und weiter kontrollieren. Es gibt ja noch ein paar kleine Gebiete, die wir noch nicht erkundet haben. Und Quests haben wir ja sicherlich auch noch, ne? Das wird schon. Macht's gut.